diesem gruseligen Lachen begrüße ich Sie zu Zelda Majora's Mask. Mein Name ist Esel, Member der Pizza Squad. Und das hier wird ein, keine Ahnung, langes Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe da schon sehr lange Bock drauf, mich da schon die ganze Zeit machen. Also hier, viel Spaß damit. So, wir nehmen die Charakterkarte, natürlich. Ich kann mir deinen Namen nicht schreiben. So, Isolé. Fickt euch! Ja, das ist ja gut, ihr Feen. Sehr gut. Ich frage mich, ob er wohl etwas bei Wert bei sich trägt. Huch, dieses Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll ich aber nicht weiter stören. Eigentlich sollte es das, ich meine, ich bin ja alter Zeit und habe so Leute wie Gandalf umgebracht. Oh, was für eine hübsche Ocarina, Hogit. Lass mich auch mal, ich will sie auch mal sehen. Lach du nur. Das geht nicht heil. Stell dir nur vor, sie würde dir aus Hand fallen und sie bricht es auf keinen Fall berühren. Alter, ihr habt keine Hände. Fast and Furious 8. Ihr kennt's nicht. Sie fahren nicht mal Autos, hier reiten aber Pferde. Naja, das tut jetzt aber nicht zur Sache. Jetzt müssen wir erstmal unser Pferd wieder kriegen und unsere Ocarina. Och, pass doch auf, Mensch. Was ist bloß mit dem dämlichen Esel los? Er gehört keinem meiner Gefehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, um es loszuwerden. Oh, Buhu, warum so ein traurige Gesicht? Ich dachte, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Bitte nicht. Tja, da bin ich jetzt ein Deko. Fick dich! Alter! Dieses Gesicht steht viel besser. Du bleibst nur hier und musst immer so aussehen. Hm.
Schwester! Ey, Horrorkind, pass auf mich. Ich bin nur noch hier. Da, Ehe, du kannst doch nicht ohne mich fort. Bist du schlau? Du, wenn du nicht erst, wäre das nicht von meinem Bruder gekränkt worden. Nun sitzen wir hier, du Dickwing und ich. Was starrst du mich jetzt so an? Hab ich irgendwas aus dem Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne mir diese blöde Tür. Bitte komm schon, ein hilfloses Mädchen, bitte dich. Also beeil dich gefälligst. Oh, Tahir, ich hoffe, dass du dem Kleinen nicht zustößt. So, dann folgen wir dem Horror-Kid. Hey, warte auf mich, lass mich zu ihr. Halle, komm noch nach, Mensch. Entschuldige bitte. Weißt du, ja, jetzt auf einmal war sie so gemeint. Ja, alles klar. Vielleicht weißt du ja, wo er sich aufhalten könnte. Nimm mich mit und ich helfe dir, noch so abgemacht. Bitte. Gut, dann ist es gemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Rocket gefunden haben. Mein Name ist Tahir, also nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Ich kann es so zurückgeben. Nachdem wir das nun abgeklärt hätten, können wir uns endlich in Bewegung setzen auf unsere erste Truhe. Es ist... ein Dekus. Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du dem Raum sehr ähnlich. Er sieht so düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, wer kennt die Geschichte um diesen Baum? Wieso ist er da? Was tut er da? Und wieso sieht er so aus? Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr jemals dieses Video sehen wird. Das Schicksal, das ist nicht gut mit dir gemeint. Der Maskenjäger. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenlands. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während meiner Reise wurde mir eine sehr weitere Maske von einem Kobold gestohlen. Welcher Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück in deine ursprüngliche Form. Hol dir das kostbare Stück, das er mir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug. Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die dir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht ein Herz erzählen für jemanden, wie dich seines Unmöglichs war. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier oben ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und außergewöhnlich. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Einer der komischen und geheimnisvollsten Charaktere in diesem Spiel. Der Typ. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenjäger war... Oh, Verzeihung. Ich habe nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben wir 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Du bist zu großes Fehl. Du möchtest doch das Horrorkind finden, oder nicht? Die große Fehl war sicher. Das ist das nächste Wort. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horrorkind hat keine Chance gegen die große Fehl. Geh zum Schrein des Nordtors. Da findest du die große Fehl. Freund, der höre mein Fliehen, das Horrorkind hat einen Kopf zerschmettert.
Alter, ich werde kaputt gemacht und zerschmettert. Bitte, ich finde die verirrte Fee, die in dieser Stadt weit entfernt. Im Wald. Bringen Sie zu dieser Feenquelle. Ja, aber wir reden gleich schon. Da ist er ja. So, da hast du deine Fee wieder. Viel Spaß dabei. Also jetzt mal, ganz ehrlich, diese Kleidung sieht irgendwie so komisch aus. Also die nicht, aber die anderen. Taya und Tony, mein Freund, im fremden Körper, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bruder! Magie! Dieses bescheidene Geschenk an. Dankeschön. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Jeder Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verlauf des Horrorkids. Und schützt niemals seine Kräfte, lieber Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, such mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Mache ich doch gerne. Hast du gerade die Ballon abgeschossen? Nicht irgendein Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem man aus das Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir. Aber glaub ich ja nicht, dass es so einfach ist. Zuerst musst du unseren Test bestehen. Bist du bereit? Ja. Na gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Okay. Und das wieder von mir viel. Das ist ja schon. So. Noch 2. So. Ach, da ist er. So. Erwischt. Du bist ziemlich gut für ein Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben. Ja, was denkst du, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekos. Oha, rassistisch. Tja, wir haben einmal ein Menschenkind und dieses Kind aufgenommen. Und Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber versprochen, brate ich den Kurs. Ich werde Ihnen nur einmal sagen, das passt gut auf. Bist du bereit? Lautet 4 1 3 2 5 Oh, das stimmt. Du kennst unser Code, das heißt, was hier liegt. Du hast das hier. Ab ins Observatorium. Also, ich glaube, bei der konnte man jetzt Zeit verändern. Also, Das ist Abendbild oder so. Ja, hey Baby, ich bin ein wandernder Vogelscheucher und ich bin auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird mir im Flur vergehen, wenn du mit tanzt. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zur Dämmerung tanzen. Nein. Gut. Schade, ich hätte mich gefreut. Aber komm ruhig wieder, wenn dich die Tanzwut packt. Ach übrigens. Ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem kann man den Fluss der Zeit manipulieren. Möchtest du etwas dazu erfahren?
gerne. Oh yeah, gut zu. Oh yeah, gut zu. Bitch, Lasagne. Bitch, Lasagne. Spielst du sie rückwärts? Kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen? Spielst du hier auch diese nur 2 Minuten hintereinander? So kannst du nur einen halben Tag verstreichen lassen. Wie klingt das? Ist doch sehr interessant, oder? Aber ich glaube, von dir würde mir jeder Song gefallen, Baby. Wenn du Lust hast, spiel ich doch ein Lied für dich. So, da ist er. Der Sterngucker. Sieh an. Welcher merkwürdige Geselle kommt da in mein Haus? Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein, als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Motträne stehlen, aber ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Jetzt habe ich ehrlich. Da ist er. Das Horror-Kid. Da ist es, der Mond. Wie zur Hölle schafft es das Teleskop, sich so zu drehen, dass es... Ich stelle gar keine Fragen mehr. Oh, da ist es ja schon. Was die Mondrinne gefunden? Fick dich. Warte, ich bin ein wichtiger Geschäftsmann, ich brauche diesen Platz. Dieses Privateigentum versuche ich ihm umzukehren. Obwohl der Karneval noch gar nicht begonnen hat, ist es bereits mein ganzes Lager ausverkauft. Vielleicht schließe ich den Laden und kümmere mich um meine Geschenke für meine Frau. Ich würde von einem Stein, der mein Mond drinnen, sein Glanz so strahlend sein als Sternstaub und nicht die Höhe. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn gerne abkaufen. Meine Freundin würde sich bestimmt sehr freuen. Als Gegenleistung biete ich meinen Platz hier an, inklusive Dekoblumen. Wie schön hast du denn, der Mondträne? Dieser Stein, das musst du mir geben. Bitte, ich bin... Ja, kannst du haben. Ich danke dir. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange Zeit her, dass ich ihre Augen... Viel Spaß dabei. Alter, kann dieser Scheißköter mal aufhören? Die Tür zur Uhrtür öffnet sich nur einmal im Jahr, und zwar um Mitternacht vor Abend des Karnevals. Ja gut. Wann ist das? Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch... Jetzt mal kurz umgucken. Was machen wir erst mal? Oh Leute, spielen Karten da, sicher auch zum ersten Mal. Möchtest du an unserem reizenden Kartenspiel teilnehmen? Du machst so Scherze, oder würde das Ganze viel zu kompliziert machen? Was meinst du denn, du Schwindel? Nicht zu spielen ist leicht. Siehst du, du siehst aus, als würde ich... Deshalb weiß ich, wie du aussiehst, wenn du bluffst. So, warte, zur Oma wollte mal, ne? Genau, hier noch mal. Zur Oma. Du hast deinem Vater geholfen. Lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Die Vier Giganten. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant. Also pass auf. Die Vier Giganten. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten blieben unter ihnen. Am Tag des Festes, zur Feier der reichen Ernte, sprangen die Giganten zu den Leuten, sprachen zu den Leuten. Werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 im Süden, 100 im Osten, 100 im Westen.
Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und hut uns euer Begehren kund, wie der Sturm hält uns gefangen. Oder der Ozean will uns erschlingen, eure Rufe werden uns ereilen. Oh, bist du wach? Ich glaube, das war ein wenig zu viel. Aber gib nicht auf, versuche es später mal wieder. Das ist doch eigentlich voll beleidigt vorkommen. Also sie denkt, wieso kommt denn ihr Enkel oder so? Und sie schläft einfach ein. Jetzt. Jetzt geht's. Nicht mehr lange. Und wir müssen wieder hoch zum Horror-Kit. Diesen Kampf seht ihr erst im nächsten Akt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nicht vergessen zu abonnieren. Viel. Noch einen schönen Abend wünsche ich euch.